Ja, das sehe ich doch richtig, oder? So, wo war denn da Auferstehung? Im siebten Grad. Das Ziel wird wiederbelebt und verfügt über alle Trefferpunkte. Das ist hübsch. Also würde ich sagen, ja, die zwei Regenerationen finde ich ganz hübsch. Eine vollständige Genesung muss es auch tun. Das muss reichen, damit wir einfach halt noch ein Notwiederbelebungsmittel haben, wenn der Stab erstmal weg ist. Ach, wie geil. Älterer Elementar. Wie mächtig, wie geil, wie lecker. Ach, ich bin sehr zufrieden damit. Wir sind mächtiger denn je. Ich fühle mich sehr gut. Bin sehr zufrieden mit der Welt. Also. Mir gerade bitte mein Weisheitsbuff. So. Was will ich sonst irgendwas? Stärke, ne, ist ja mehr als ausreichend. Passt supi. Dann kriegen die zwei eben nur gerade noch ihr Dunkelfeuer und dann beschwören wir unseren älteren Elementar. Sieht nicht arg viel mächtiger aus als die alten, aber 204 Lebenspunkte schon mal allein und schaut euch die Stats an. Geschicklichkeit 33, Stärke 22. Angriffsbonus plus 26. Immunität gegen fast alles, was es gibt. Also ja. Der ist lecker. Es ist schön, den auf seiner Seite zu haben. Ich bin sehr zufrieden. Wir gehen ein paar Drow auseinanderreißen. Die sind jetzt nur noch unsere Opfer. Aber auf allerschlimmste Art und Weise. Na, gibt's hier Gegner? Keine Gegner. Ich bin Oh, die enttäuscht. ist gut. Ich habe sie diesmal gar nicht kommen sehen. Ein Schatten in der Ecke bewegt sich. Es ist Naphyra, die Drow, die ihr schon einmal. Der ihr schon einmal begegnet seid. Ich kann heute nicht lesen. Ich weiß nicht, was los ist. Tut mir leid. Sie schaut sich vorsichtig um, bevor sie sich aus dem Versteck wagt. Und so trifft man sich wieder. Ihr werdet sicher hoch erfreut sein zu erfahren, dass ihr den Unterberg beinahe von dem Drow der Walcheres befreit habt. Der verrückte Magier wird hier ganz in der Nähe gefangen gehalten, bewacht von den loyalsten und mächtigsten Dienern, welche die Walcheres besitzt. Sie werden uns sofort angreifen, sobald sie uns sehen. Ach, sagt ihr etwa uns? Wollt ihr uns in diesem Kampf beistehen? Ihr wollt die Bedrohung des Unterbergs abwenden, Mick. Und das will ich auch. Und das schafft ihr nur, wenn ihr die Drow im nächsten Raum tötet und Halaster befreit. Halaster wird in einer magischen Kugel gefangen gehalten, die von drei Energiesteinen angetrieben wird. Sind die Steine zerstört, ist der Magier frei. Und er wird uns mit Sicherheit helfen, die restlichen Drow zu erledigen. Vielleicht schafft ihr das ja auch allein, aber wenn ich an eurer Seite kämpfe, haben wir bessere Chancen. Und jetzt sollten wir aufhören zu reden. Lasst uns Halaster befreien. Juhu, das ist ein toller Plan. Hi, Mädel. Hallo. Oh, ich darf mir ihr Gepäck leider nicht ansehen. Trotzdem ist sie auf meiner Seite. Das ist schön. Sie ist bei mir im Kampf dabei. Es hört sich wieder nach Action an. Ich bin versucht, etwas zu buffen. So Sachen also zu machen. So Sachen. Und solches. Und was von solcher Statur. Und Sachen, die so ähnlich klingen. Und ja, Schlachtenglück hört sich auch ganz, ganz lecker an. Das gefällt mir sehr gut. Schild des Glaubens, hauptsächlich auf mich. Ja. Scheiß auf Tommy und Dalen, kommt eh klar. So, wenn drei Götter dort stehen, Dalen klatscht sie weg, denke ich, oder so. So, das genügt schon so. Ich mach drei, viermal Feuersturm, dann steht dort drin eh nichts mehr. Dalen, ich habe eine Frage an euch, soll aber keine Beleidigung sein. Bei euch wird es eigentlich immer eine Beleidigung, aber fahrt fort. Nun, es geht um Folgendes. Ich habe in meinem Leben schon den ein oder anderen Halborg getroffen, aber ich habe noch keinen erlebt, der kein kompletter, ihr wisst schon, Volltrottel gewesen wäre. Ihr habt's erfasst? Ihr habt völlig recht, Tommy. Wie könnte ich auch von solch einer Frage beleidigt sein? Dalen seufzt tief auf. Und was wollt ihr jetzt eigentlich wissen? Nun, Tommy kratzt sich gedankenverloren am Kinn. Ich will eigentlich nur wissen, habt ihr es mit dem Bisschenkrebs eigentlich leichter bei den Frauen oder schwerer? Tommy. Ja, Großer? Es wäre, glaube ich, besser, wenn ihr euch auf die Sachen konzentriert, die vor uns liegen. Richtig! Konzentrieren! Ja. Ach, Tommy. Hi, Actionzeit! Man präsentiere mir die Ärsche. Ich präsentiere euch den Feuersturm. Was haltet ihr davon? Ist das ein Deal?
Die Valcharres ist es leid, ihre Kommandos immer nur einzeln losschicken zu können. Öffnet das Hauptportal zum Unterreich. Das Portal wollt ihr öffnen? Die Drau könnten raus, das fände ich nicht gut. Ich halte ja euch schon nicht aus. Die Armee der Valcharres steht bereit, Tiefwasser anzugreifen. Sagt mir, wie man das Hauptportal öffnet. Boah, bin ich froh, wenn die tot ist. Noch mehr dunkle Elfen brauche ich. Ich behalte mein Geheimnis lieber für mich. Keine Schüttelrahme mehr, seniler alter Narr. Es war ein Fehler, sich dem Drau zu widersetzen. Das ist Zeitverschwendung, Herrin. Dieser Mensch ist verrückt. Er wird uns nicht weiterhelfen. Er wird reden. Und wenn wir erst die Geheimnisse des Unterbergs kennen, wird die Armee der Valcharres durch seine Hallen marschieren und Tiefwasser angreifen. Ja. Herrin, vergebt mir, aber ich habe Geräusche gehört. Dann geht sofort dorthin und sucht die Gegend ab. Ihr nach. Muss ich euch denn alles sagen? Ja, Herrin. Och, sofort. Ist die so. Ah ja. Feuersturm und wisst ihr, Feuersturm. Hi, Draw. Schauen wir mal. Bin ich so gut? Gleich wissen wir es. Ihr werdet fallen. So. Feuersturm und danach Feuersturm und Feuersturm wäre eine gute Idee. Ja, das hört sich nach dem Plan an. I am the God of Hellfire. And I bring you. Genau dieses. Oh, Zauber unterbrochen, höre ich aber nicht gern. Da steht noch ein Drow-Magier. Oh, da stehe ich gleich nicht mehr. Nein, keine Regeneration. Mach lieber vollständige Genesung. Weil dann genese ich vollständig. Und das ist angenehmer, weißt du? Nein, fast. Schade. Da fresse ich etwas zu viel Schaden, um einfach so reinzurennen. Das finde ich aber sehr, sehr, sehr schade. Schauen wir mal, wenn ich mich früher heile und mir jetzt direkt von Anfang an schon Regeneration drauf packe, ob das dann vielleicht besser bringt. Kostet meine Buche. Machen wir es mal so. Klären wir erstmal hier diese rechte Seite weg. Was meint ihr, reichen 3? Ja, gleich weiß ich. Das werdet ihr bedauern. Und zack. Und zack. Das hier werden wir nicht beide überleben. Dann stellen wir uns hier hin und machen die tollen 3. Das Feuersturm. Werdet ihr bedauern. Das dürfte doch gut funktionieren. Zack. Und der Großteil ist schon tot. So. So macht man Ruhe, oder? Ach, was ein herrliches Gemetzel. Ja, Tommy, Halaster, ich komme gleich zu dir. Ich möchte erst noch bitte hier Zeug, weißt du? Wie groß ist denn der Bau hier? Oh, relativ groß. Ja, Fässer und so. Jum. Laufstiefel plus 4. Das wären die gut, aber ich wollte es halt mal erwähnt haben. Das ist ein Portal, das wird interessant werden. Da auf der rechten Seite liegt da irgendwas rum. Dum, 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 dum. Nein, da liegt nichts rum. Hallo? Okay, geh einfach durch. Und die Überreste von der Chefin wahrscheinlich. Oh, was ist denn das? Becknars Robe, die kennen wir doch schon. Nur benutzbar von Hexenmeistern und Magiern, leider. Laufstiefel plus 3. Ist ja auch nichts so Tolles. So. Also, weg mit den scheiß Steinen. Ihr dürft eigentlich auch alle mitmachen, das ist erlaubt. Hallo? Ja, jetzt ist er doch schon tot. Dalen. Mach mit. Ups. Und der letzte. Dalen. Und lass das wieder frei. So. Es ist wieder Ruhe im Unterberg. Oh, neue Drow kommen. Aber Halaster ist frei. Der wird das wohl regeln, oder? Der Magier ist frei. Er darf seine Zauber nicht wirken. Yeah, Alastair Boy. Massensterben. Massensterben ist lecker. Okay, das hätten wir erledigt. Also, Laster, erzähl mir mal einen. Bald schon wieder Level up.
Laster, Laster. Zum Gruße, zum Gruße. Oh Gott. Der merkwürdige Magier klopft sich den Staub von den Ärmeln, bevor sich sein stechender Blick, ich weiß nicht, was heute los ist, stechender Blick auf euch richtet. Er betrachtet euch von oben bis unten und schnaubt dann verächtlich. Ein anderes Gesicht erwarte ich zurzeit. Doch lasse ich euch leben, denn ihr habt mich befreit. Wen habt ihr erwartet? Ein plötzlicher Blitz und der Raum ist voll farbigem Rauch. Als sich die Schwaden lichten, seht ihr nicht nur eine, sondern zwei Versionen des verrückten Zauberers vor euch.